Im heutigen Video werden wir schauen, ob sich das überteuerte Verkaufen aus einem der letzten Videos gelohnt hat. Dann werden wir Investments verkaufen und als drittes Thema habe ich dann noch, sollte man in Icons investieren oder sollte man es lieber lassen? Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 19 Video. Schön, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Heute, wie gesagt, diese drei Themen und wir beginnen einfach mal direkt mit dem überteuerten Verkaufen. Ich habe ja beim letzten Mal 4 verschiedene Spieler reingestellt, die eben eingekauft und ganz oft reingestellt und geschaut, verkaufen sie sich oder verkaufen sie sich nicht. Das Video ist jetzt ein paar Tage her und mittlerweile haben wir alle Spieler oder so gut wie alle Spieler verkauft. Ihr könnt es hier sehen, den Rechtsverteidiger von Napoli, den Namen möchte ich jetzt nicht unbedingt aussprechen, da kann ich eigentlich nur was falsch machen. Aber auf jeden Fall haben wir den jedes Mal für unter 1000 Münzen geholt. Meistens so für 800, 900 Coins und ihr seht hier ja, für wie viel wir ihn verkaufen konnten. Und das habe ich einfach so gemacht, ja, ich habe den Spieler geholt. Ich habe ihn für eine Stunde immer reingestellt, habe ihn immer und immer wieder neu angeboten, circa 10 bis 20 Mal wahrscheinlich insgesamt und dann sind eh schon alle weg gewesen. Also das ist wirklich nicht schwer gewesen und da haben wir wirklich viele Coins gemacht. Der zweite Spieler, mit dem wir es gemacht haben, war dann noch Rui, den haben wir auch immer für 800, 900 Coins mitgenommen und da auch wirklich schöne Coins gemacht. Dann der dritte Spieler war Zuma, mit dem haben wir auch extrem viele Münzen gemacht, ihr seht es hier. Ich hätte die theoretisch auch für 1800, 1900 reinstellen können, habe ich aber nicht gemacht, weil ich einfach circa gesagt habe, ich will pro Spieler ungefähr 500 Coins Gewinn machen. Das habe ich geschafft und es sind wirklich so gut wie alle weggegangen. Es ist nach ein, zwei Stunden, also da waren wirklich schon 30-40% weg. Es ist wirklich so gut gegangen, denn wenn man Spieler so leicht nur überteuert verkauft, geht das viel, viel besser, als wenn man sie extrem überteuert verkauft. Also ich persönlich empfehle euch zurzeit eher es so zu machen wie ich, dass ihr euch einen Spieler nehmt, gute Liga, gute Nation, halbwegs gute Werte und den holt ihr dann für unter 1000 Münzen. Ja, da würde ich so die Grenze bei 1000 Münzen setzen und dann stellt ihr die so rein für 1300 bis 1700 oder so und da macht ihr einfach so easy Coins, das sind garantierte Münzen, die Spieler gehen nach ein paar Mal reinstellen eben weg und auch wenn sie nach 20 Mal reinstellen noch nicht weggegangen sind, einfach wieder reinstellen, nach dem 21. Mal könnte der Spieler dann weg sein. Hier ist Geduld das A und O, das habe ich immer schon gesagt, beim überteuerten Verkaufen ist Geduld das Wichtigste und ja, hier Domisi habe ich eben dann auch noch gemacht. Also Domisi, Zuma, Rui und dann noch dieser Hüssey, wo ich den Namen vorhin nicht aussprechen wollte, jetzt habe ich es doch gemacht. Und ja, hier die UCL-Karten, ja, kommen wir auch schon zum zweiten Thema direkt. Da habe ich schon ein paar Stück verkauft, aber ich hätte die auch noch für wesentlich mehr verkaufen können. Ich hatte sie nur angeboten schon und jetzt sind sie eben weggegangen. Das liegt hauptsächlich an der SBC, die rausgekommen ist. Da werden wir jetzt direkt mal drauf gehen. Und zwar ist das diese SBC, wo man so einen garantierten UEFA Champions League Spieler des Tournaments, glaube ich, bekommt. Genau so sieht es aus. Und hierfür braucht man, ich zeige euch das Ganze mal, entweder halt 11 Spieler oder halt, du kannst sie auch mischen, ja, 11 Spieler insgesamt, wo du halt einfach UCL Rare Karten oder UCL Non-Rare Karten hast. Ja, und wir haben ja in UCL Rare Karten investiert. Allerdings hier braucht man ein 83er Rating. Das ist extrem entscheidend für diese SBC. Du brauchst ein 83er Rating und kannst nur UCL Karten nehmen. Die kostet ungefähr 80.000 bis 90.000 Münzen. Vielleicht werde ich sie auch noch einmal machen und sie läuft auch nicht mehr lange. Das heißt, wenn ihr mit mir investiert habt, jetzt verkaufen. Unbedingt jetzt verkaufen, direkt wenn ihr das Video seht, auf dem Handy oder auf der Konsole einloggen und dann direkt die Spieler verkaufen. Auf jeden Fall werde ich jetzt meine Karten auch verkaufen. Wir gehen hier direkt mal rauf und zwar gebe ich ein Spezial, damit wir die Karten direkt finden. Ich werde währenddessen auf Footbin immer genau nachschauen, was die Spieler kosten und zwar zum einen mal hier Caligiuri für 1300 Münzen mitgenommen. Caligiuri liegt im Moment bei 3600 Münzen. Ja, ich stelle ihn für ein bisschen mehr rein, weil ich der Meinung bin, dass der auf jeden Fall weggehen wird und hier haben wir schon mal einen fetten Gewinn gemacht. 2500 Münzen Rohgewinn. Eigentlich ist es ein bisschen weniger wegen den EA-Gebühren, aber das ist doch schon mal richtig, richtig fein. So, der nächste Spieler ist hier Correa. Correa, was kostest du? Wir gehen direkt mal drauf und Correa liegt im Moment bei 3600 Münzen auch. Das heißt, ihr seht hier schon, die 81er liegen so ungefähr bei 3,6. Ich habe den aber für 1000 Münzen gekauft. Das heißt auch hier ein sehr, sehr schöner Gewinn. Dann haben wir hier Belhander. Belhander liegt im Moment bei, können wir gleich mal reinschauen, liegt im Moment bei 3400, aber auch da sind nicht so viele drinnen für 3400, um genau zu sein, nur einer, deswegen kann ich den auch ein bisschen teurer reinstellen. Hätten wir natürlich jetzt auch noch in 83er, 84er, 82er investiert, da hätten wir unfassbare Coins gemacht, also das wäre unmenschlich gewesen, aber auch diese 81er sind gestiegen, weil du kannst es ja theoretisch so machen, du holst dir einen 86er Spieler und dann füllst du den Rest eben auf mit solchen Karten und da ist es natürlich extrem entscheidend, dass die Spieler halbwegs gut leben. Link
denkbar sind. Das ist extrem wichtig und deswegen sind eben auch diese nicht so hoch gerateten Spieler natürlich trotzdem gut angestiegen. Das wollte ich einfach mal klar dazu sagen. Bei Zielinski habe ich jetzt nicht nachgeschaut, weil ich da vorher schon mal nachgeschaut habe. Arias können wir auch mal reinschauen. 80er Rating. Er ist schon mal vom Rating nochmal einen Ticken niedriger, deswegen ist er auch weniger wert. 2000 Münzen. Aber wir haben ihn für 1200 geholt. Das heißt, wir haben Gewinn gemacht. Ganz einfache Sache, 800 Münzen Gewinn. Mariano, da muss ich auch mal reinschauen, ob ich damit noch Gewinn mache. Ich hoffe einfach, dass ihr vielleicht auch ein paar mehr High-Rated-Spieler genommen habt. Ich habe nicht wirklich darauf geachtet, dass meine Spieler High-Rated sind, weil bis jetzt waren diese SBCs nie mit Rating. Das war eigentlich immer ohne Rating und deswegen habe ich da eben nicht wirklich aufs Rating geschaut. Das war eventuell ein Fehler, aber im Endeffekt ist das Ganze auch nicht so schlimm. Hier Bravo, 80er Rating, mal schauen, was der kostet. Ja, auch bei 2000 Münzen. Hier ist einer für 1500 drin, aber können wir reinstellen. Also für 1,9 ungefähr kann man hier die 80er dann noch reinstellen. Das heißt, auch hier haben wir unsere Coins verdoppelt und auch hier haben wir einen riesig großen Gewinn eingefahren. Wie gesagt, schöner wäre es natürlich noch gewesen, hätten wir 83er, 84er auch noch mitgenommen. Das merke ich mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Das heißt, da werde ich euch dann noch ein bisschen besser drauf vorbereiten. Aber wie gesagt, Gewinn ist Gewinn und es ist ein sehr, sehr feiner Gewinn. Die Alu zum Beispiel ist nicht wirklich gestiegen. Der ist sogar geblieben. Den werde ich jetzt aber trotzdem für 1,5 mal reinstellen und der Rest ist, glaube ich, nicht mehr wirklich gestiegen. Wir können ja mal reinschauen, Pizzini oder wie der heißt, 79er Rating, Italiener und La Liga könnte ein bisschen was wert sein, ist er aber nicht, kostet 1000 Münzen. Rui, schauen wir mal nach, ob der ein bisschen gestiegen ist. Rui ist auch nicht wirklich gestiegen, das heißt, den werde ich jetzt auch nicht verkaufen, aber der Moreno sollte gestiegen sein, den habe ich für 1700 geholt. Mal schauen, ob der gestiegen ist. Alberto Moreno, 78er Rating. Der war vor, ich glaube, ungefähr einem Tag extrem viel wert. Jetzt kostet er auch immer noch 5300 Münzen. Also das ist ein massiger Gewinn. Das ist ein richtig guter Gewinn. Und hier hat sich das zum Beispiel auch ausgezahlt, obwohl der eben kein hohes Rating hat. Warum ist der trotzdem so begehrt? Liverpool erstens mal, zweitens Spanier und Linksverteidiger werden sowieso immer häufiger gebraucht bei sowas. Ja, Dalbert brauchen wir nicht wirklich nachschauen und ansonsten dürfte hier, glaube ich, nichts dabei sein. Karstorp vielleicht noch wegen der Serie A. Eventuell, dass der ein bisschen was wert ist. Ja, nee, ist auch nicht gestiegen, ist sogar ein bisschen gesunken, aber das kann natürlich immer passieren. Aber ja, Freunde, wir haben einen sehr, sehr schönen Gewinn gemacht. Wir haben immer noch hier ganz viele Spieler für sehr, sehr günstige Preise. Also hier 900 Coins, hier 900 Coins, weiß ich nicht, Hernani hier für 900 Coins. Also wir haben noch viele Spieler, die wir verkaufen können, falls nochmal eine SBC rauskommt zu den UCL-Spielern. Das heißt, diese Spieler auf jeden Fall nicht jetzt panisch verkaufen für weniger Coins. Ihr behaltet die Spiele einfach noch und schaut einfach, ob da noch eine weitere SBC kommt. Falls ihr aber, wie gesagt, jetzt 83er, 84er und so UCL-Karten noch habt, alle raus damit, denn die sind jetzt gerade am teuersten. Ihr seht es hier auch, die Spieler verkaufen sich auch direkt. Da haben wir echt jetzt schon einige Coins gemacht. Sehr, sehr nice. Freut mich auf jeden Fall, dass das Ganze funktioniert hat. Schade, dass ich mir, wie gesagt, die High-Rated-Spieler nicht wirklich mitgenommen habe. Okay, Freunde, dann gehen wir jetzt zum letzten Thema und das sind die Icon-Investments. Ich gehe mal hier direkt drauf auf die Ikonen. Und zwar haben mich einige Leute gefragt auf Instagram, ob ich empfehlen würde, dass man in Icons investiert. Lohnt es sich gerade in Icons zu investieren, denn die sind stark gesunken. Und ja, da kann ich zustimmen, die sind extrem stark gesunken. Ich kann euch mal zeigen, hier 260.000 kosten die tatsächlich nur noch. Man findet aber auch welche für weniger. Und hier haben wir zum Beispiel für 250.000 einen Hernandez. Warum habe ich mir den jetzt mitgenommen? Es ist ein komplettes Risikoinvestment in meinen Augen, denn ich sehe eigentlich nicht mehr wirklich einen Grund, wieso Ikonen steigen sollten. Ihr könnt mich gerne berichtigen in den Kommentaren, falls ich irgendetwas vergesse, falls ich irgendeine SBC vergesse, die kommen könnte. Aber grundsätzlich gibt es keinen deutlichen und klaren Grund, warum Icons steigen sollten. Es gibt sogar Gründe, warum sie nicht steigen sollten. Und zwar, es sind so gut wie alle Prime-Icon-SBCs mittlerweile da. Du brauchst hierfür eben die Icons, also für die Prime-Icons zum Beispiel von Ronaldo, von Ronaldinho, von Eusebio, von Pelé, von Maradona und so weiter und so fort. Und ich glaube, da sind schon fast alle da. Deswegen lohnt sich das nicht wirklich mehr, deswegen Icons zu nehmen. So, das Thema ist nämlich weg. Das war eben oft ein Grund, warum Icons gestiegen sind, weil auf einmal eine krasse SBC rausgekommen ist. Ja, während dem Team of the Season könnten sie sogar noch günstiger werden, weil sie da wieder gezogen werden. Das heißt, hier eventuell abwarten, falls ihr investieren wollt. Aber ich habe mir trotzdem eine auf Risiko mitgenommen. Wieso? Es kann mit ganz, ganz viel Glück und einer sehr, sehr niedrigen Wahrscheinlichkeit passieren, dass man diese Spieler, also hier zum Beispiel den Hernandez, also dass man eine Ikone dann eben bei der
garantierten Prime-Icon-SBC braucht, falls eine rauskommt. Das ist noch nicht bestätigt. Ich kann euch mal kurz sagen, was bei der Baby-Icon gebraucht wurde. Bei der SBC von der Baby-Icon brauchte man ein Team mit einem 84er-Rating, eins mit einem 85er und eins mit einem 86er-Rating. Bei der Mid-Icon-SBC brauchte man auch genau dasselbe, 84er, 85er und 86er-Rating. Die Frage ist, wenn eine garantierte Prime-Icon-SBC rauskommt, braucht man dann auch wieder ein 84er, 85er und 86er Rating? Oder sagen sie vielleicht, eben ganz, ganz vielleicht, ja, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, es ist komplett Risiko, sagen sie vielleicht, komm, du kannst eine Icon für eine garantierte, untauschbare Prime-Icon absenden. Wenn das rauskommt, werden die definitiv steigen, wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht, außer es kommt irgendeine andere SBC, es passiert irgendwas anderes auf dem Markt, wo du diese Icons benötigst. Ich denke aber eigentlich nicht, dass sie steigen. Das von mir hier gerade ist ein komplettes Risikoinvestment. Das ist es auch schon, Freunde. Damit war es das mit dem Video. Falls es irgendeinen anderen Grund, warum Icons steigen sollten, gibt, dann schreibt mir den in die Kommentare. Ich bin raus. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Das mit den UCL-Karten hat gut funktioniert. Verkauft ihr auf jeden Fall jetzt. Das mit dem überteuerten Verkaufen hat auch wunderbar geklappt. Da können wir auf jeden Fall auch stolz drauf sein. Hat auch perfekt geklappt. Und damit bin ich raus, Freunde. Ich wünsche euch was. Die Weekend League wird wahrscheinlich gezockt. Also ich habe mich auf jeden Fall registriert. Deswegen werde ich da versuchen, Gas zu geben. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch was. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Checkt mich auf Instagram ab. FIFA All Stars _ David. Ich bin raus. Euer FIFA All Stars.